Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Minecraft Sea Rustic Water und ich habe da schon mal ein bisschen was wieder vorbereitet, um euch ja ein bisschen mehr zu bringen. Inzwischen habe ich rausgehört, Stahl machen können. Stahl machen wir, indem wir ein Blast Furnace bauen. Den habe ich auch schon mal etwas vorbereitet, aber die reichen nicht. Sehe ich gerade. Ja, einfach mal hier hochgehen. Obwohl, der Platz reicht gar nicht aus. Sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, ob so ein Loch in der Mitte rein muss. Meiner Meinung nach muss da ein Loch in der Mitte rein. Egal, wir nehmen halt endlich einen mehreren Hammer. Nicht funktioniert, dann müssen wir das Ding komplett dicht machen. Hier oben die Etage will ich glaube ich auch komplett dicht machen. Ja, und wird genau ein Stein da drin. Gut, nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Eine Spitzhacke. Jetzt können wir uns eine Pickaxe machen. Es muss auch da drin liegen, sonst geht das natürlich nicht. So. Schnell nochmal hochgejumpt. Entschuldige bitte, kannst du es mal nicht so. Und. Fertig wäre er. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir um dicht machen müssen, wie gesagt. Da wir sonst keinen Platz haben. Mindestens hier eine Reihe ran. Obwohl, das geht nicht. Ne? Doch, das geht noch. Und versetzen den Zaun. Rumlaufen und bekommen das besser hin. Hier oben werden noch andere Maschinen hinkommen, denn Zaun ziehen. Und kommen da ständig hin und her. Was wir brauchen ist das Coke, was da eigentlich drin ist. Ja, Betonung auf eigentlich drin ist. Ja, Chili Billy, machen wir Platz da. Wir brauchen mal Eimer. Das letzte Coke-Hole, was ich hatte, habe ich hier mit reingeschmissen. Das Ding ist schon wieder was toll. Okay.
letzten Lieder rauskommen, können wir dann uns ein den Stahlbrennen im Endeffekt. Müssen wir mal gucken. Eigentlich müssen wir hier noch Coke haben. Hier haben wir noch Coke. Und dann nehmen wir uns Eisen. Das werden die auch nicht. Iron. Dann nehmen wir uns ein paar. Vielleicht raus. Ich weiß nicht, ob das. Aber wir kriegen Stahlblöcke da durch. Und ja, hier habe ich jetzt mal eine Tür vorgemacht, weil mir ständig genervt hat, damit die Ratten auch Sachen von vorne geholt haben. Hier machen wir mal ein bisschen Platz, damit er die was zu tun hat. Sollen wir hier noch Sand tun oder ist ein Erdweg? Das weiß ich nicht. Eine Menge rausgekommen. So, jetzt warten wir auf den Stahl, der auch bald fertig sein müsste. In der Zwischenzeit, wo wir darauf warten, dass wir den Stahl bekommen, bin ich schon mal ein bisschen farmen gegangen, um den nächsten Furnace in den Hinsicht zu machen. Hab mir eine Potion genommen und dachte mir, hey, cool, können wir schon mal durchrennen. Dann haben wir ein bisschen über den Stack. Jetzt haben wir hier ein Schiff gefunden und ich dachte mir, wir gehen da mal rein. Ich soll da nicht reingehen, glaube ich. Nichts drin. Hier ist gar nichts drin. Hier sind irgendwelche Sachen drin. Okay, da ist nichts drin. Und dazwischen wird mir kalt. Vielleicht wir sollten mal wieder nach Hause. Nicht das bei erfrieren, ne? Das wollen wir nicht. Und dann können wir gleich mal noch in den Stall gucken. So, hier wieder schön Licht machen. Nicht der Chili, will die hier abhauen kann. Dann hauen wir mal die Dinger hier drin. Weil dafür waren sie. Machen und jetzt gucken wir mal nach dem Stahl, wie weit der gegangen ist, beziehungsweise gekommen ist. Wir haben schon mal 5 Blöcke Stahl. Läuft auf jeden Fall. Und damit können wir dann schon mal ein bisschen was anfangen. Hier raus, das brauchen wir gerade nicht, obwohl die brauchen wir schon. Und wir kommen schon mal 12, damit können wir schon mal ein bisschen entschuldigt, weiterkommen. Bauen wir am besten noch gleich hier oben auf.
war das mit einem Loch in der Mitte? Weiß ich aber auch nicht so ganz genau. Das brauchen wir nämlich, um andere Sachen zu schmelzen. So, wie weit sind wir hier? Mal ein bisschen weit. Nochmal 6. Oh, meine Stimme, die verlässt mich irgendwann. Schauen wir mal. Auch da müssen wir dann mit einem Hämmerchen gegenhauen. Damit wir da mehr kriegen. Was für ein Bricks eigentlich? Das müsste reichen. Haben wir noch Bricks? Ein paar haben wir noch. Und dann sind sie alle. Wieder zu viel sein. So, und nach oben. Schnell das Ding zusammengebaut. Ich hoffe, ich baue es richtig zusammen. Ups, da fehlen uns noch mindestens 2. Sowas wie Ingwer oder so aufschmelzen und bekommt das dann. So, gucken wir mal. Weiß gar nicht, ob das ein Quest war. Ne, der Anfang war, glaube ich, ein Quest davon. Der Rest sollte kein Quest sein. Und? Gebaut. Ansonsten muss ich mich erkundigen, wie das Ding gebaut wird. Das hier oben nochmal Kleck. Eigentlich wird das genauso gebaut wie die anderen alle. Kann natürlich sein. Oh, das ist kaputt gegangen. Und Hämmerchen benutzen. Boom. Das sieht schon komisch aus. Aber gut. Das sieht deshalb so komisch aus, weil das zu groß ist. Jeweils eine Reihe. Du musst gar nicht so groß sein. Ich weiß noch nicht, ob ich die nochmal brauche, aber gut. So, jetzt sieht er so aus, wie er aussehen sollte. Und wir können dann die ersten Sachen drin schmelzen, um an Ingwer oder so zu kommen.
Nickel und Eisen. Kopf machen. Und wir nehmen uns ein bisschen Kohle mit, damit wir schmelzen können. Und dann kriegen wir schon mal das nächste, nämlich Ingwer. Ingwer brauchen wir definitiv für die Stromquelle. Also 4. 4 und Kohle. Habe ich jetzt doch keine Kohle mitgenommen. Wir gehen gucken. Doch. So, bring die Kohle nach oben. Und dann sind wir schon mal ein Stück weiter. Das brennt nicht mit Kohle. Brennt mit Coke. Auch nicht. Wie brennt's? Kommt da jetzt Brennmaterial rein? Eigentlich Kohle oder Koks? Gut. Dann bekommen wir halt erstmal kein Ingwer. Wir brauchen, achso, dafür brauchen wir die Ingwer Plates. Das heißt, da kommen wir gerade nicht weit. Was haben wir hier? Heavy Engineering Block. Redstone Engineering Block. Kriegen wir irgendeine Presse für Zinnplatten und Redstone Wire. So, ich nehme mal den Stahl und LED. LED müssen wir noch haben. Hier haben wir einen Block. Und unser Rädchen. Rädchen freut sich immer auf Arbeit. Ja, ist er neu. Wir brauchen nur 6. Und die 2. Dankeschön. Vielen Dank für deine Arbeit. Hast du fein gemacht. Und das gucken wir mal, ne? Heavy Engineering Block. Da brauchen wir diesen Hammer. Glaube ich auch nicht mehr besitzen. Nein, wir besitzen nicht mehr. Ist
hier kein Problem. Können wir uns bauen. Da ist er. Packen wir hier rein. Dazu kommen diese Blades. Ein bisschen Stil. Und es geht nicht. Platten und Hammer. Bronze, kann man ziehen. Papa. Ach so, wir brauchen dieses Zeug hier. Die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt in einem rein? Wir machen uns kurz den Kopf. So, da haben wir auch eine Lösung gefunden. Wir müssen das Ding im Engineering Workshop machen. Erstmal. Den Eimer und Solarwire. Solarwire machen wir uns im Ofen aus Solar Blend und Solar Blend machen wir uns aus LED unten. Wir brauchen also mehr LED. Beziehungsweise haben wir hier noch LED. So. Und jetzt raspeln wir durch. Ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge noch schaffen werden, zusammen zu craften oder erst in der nächsten. Sehen wir natürlich eine andere Lösung, würde es noch eine andere Lösung geben. Die werde ich mir aber ohne euch bauen. Weil da gibt es noch so ein Ding zum Draufhüpfen. So, was habe ich gesagt, was brauchen wir noch? Hatten wir auch welche. Hier haben wir 6. Jetzt könnte man zum Beispiel einen Eimer machen. Ja. Aber nicht hier, sondern im Engineering-Table. Also. Ich sehe gerade, ich habe das Problem, dass das Ding voll ist. Wir müssen erstmal alles ablassen, was da drin ist. Das heißt, wir brauchen einen Tank. Gut. Ist das nicht machbar oder was? Linie. Klar doch. Tank. Was haben wir sonst an Tanks, die man sich jetzt leisten könnte? Glas und Rauberschäden. Ja, dann haben wir wieder das Problem, dass wir das nicht hergestellt kriegen, weil wir die Maschine noch nicht haben. Wie viel Platz ist da drin?
Ich sag mal so, wir machen uns in der nächsten Folge, machen wir uns den Tank. Ich arbeite bis dahin so weit hin, dass wir da weiterkommen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Lasst ein Like da, wenn euch das gefallen hat, auch wie ich das mit Pausen gemacht habe. Und ein Follow, weil viele von euch haben mir noch nicht gefolgt. Ja, und dann sage ich mal, ich bin dann mal raus für heute und wir sehen uns dann morgen um 13 Uhr wieder. Bye bye.